Ja, guten Morgen. Hinter mir steht das Zelt. Ich bin in der Strandbar Copacabana in Plomin Luca und durfte hier freundlicherweise auf der Wiese die Nacht verbringen. Und die ganze Nacht hat da drüben die New Excellence Krach gemacht, die wurde entladen. Aber es war nicht so schlimm. Das ist ganz interessant, dass echt gestern lief schon die ganze Zeit die Entladung, was ich dafür halte. Irgendwie jetzt immer noch, dafür hängt das Schiff vorne. Also es ist total hoch und hinten hängt es immer noch ganz tief im Wasser. Aber ich frage mich, wie lange das dauert. Und ich vermute, dass das Kohle gebracht hat für das Kohlekraftwerk. Ja, hinter mir sieht man auch noch so Berge. Und da muss ich jetzt noch rüber nach Plomin. Von da fahre ich weiter nach Brestova. Und von da gibt es eine Fähre, die nach Zres rüberfährt. Und jetzt geht es erstmal diese Straße weiter. Da oben geht es dann lang. Ist so geil. So schön. Jetzt geht es darüber. Da drüben ist die Insel Sres. Und die. Und auf die fahre ich jetzt mal mit der Fähre. Ich glaube, da fährt die Fähre. Ich habe sie gerade verpasst. Auf jeden Fall, die nächste fährt, hatten sie mir gesagt, um 11:15 Uhr. Das ist in 1,5 Stunden. Und ja, warum auch nicht? Hier ist ein schöner Ort. Entweder ich gehe nochmal schwimmen oder ich trinke da einen Kaffee. Hier scheint es was zu geben. Werde mir das Solarpanel rausholen und mein Handy in die Sonne hängen. Vielleicht ein bisschen Kettenpflege. Vielleicht sogar ein bisschen viel vorgenommen für 1,5 Stunden. Ja, ist egal. Es ist schön. Schöner Stopp und ich freue mich drauf, gleich darüber zu fahren. Das Wetter ist fantastisch. Ja, schöner Tag in Kroatien. Dann wären wir jetzt auf Sres. Hier warten schon die ganzen Leute, dass sie aufs Festland kommen. Und ich habe noch keine Ahnung, wo ich jetzt hin will. Deswegen fahre ich jetzt erstmal hier den Berg hoch und suche mal irgendwo einen Platz. Aber dann und suche mal irgendwo einen Platz, wo ich mal endlich eine Route erstelle. Ja, und weil ich auch so relativ uninformiert bin, ist direkt ein bisschen aufregend, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Infrastruktur es gibt. Also ich weiß, es gibt Campingplätze, aber Supermärkte, gerade war eine Werbung für einen in 26 Kilometern. Das kann natürlich hier sich ganz schön ziehen. Und die Sonne brennt so krass. Die Sonne brennt so krass. Ich muss unbedingt, bevor ich jetzt irgendwas mache, mich mal eincremen. Und die zwei, die da vorne fahren,
Mit denen habe ich gerade ein bisschen gequatscht. Die kamen auch mit mir mit der Fähre rüber. Die sind aus Osnabrück, auch mit dem Rad bis hierher. Und wollen dann nach Albanien und von da mit der Fähre nach Italien. Eine sehr vertrauenserweckende Leitplanke, da kann überhaupt gar nichts passieren. So auf Knöchelhöhe. Ich glaube, da hinten regnet es ordentlich. Ich kriege ja auch ein paar Tropfen ab. Oh. Jo. Jetzt sitze ich hier in so einer Röhre. keine Ahnung. Ich glaube, hier fängt irgendwo der Ort an. Ich muss das gleich nochmal auschecken, aber es hat sich so eingeregnet. Ich dachte, ich muss erstmal mich unterstellen. Das Fahrrad schickt hier um die Ecke. So halb, so ein Mini-Vorsprung irgendwie. So ein ganz, 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 ganz kleinen Vordach. Ja, und ich sitze jetzt hier drin. Bin jetzt auch genau an dem Ende, wo jetzt der Wind reinzieht. Geil. Vorhin sah es noch anders aus, da dachte ich, ich habe die trockene Seite. Okay, wir haben es überlebt. Es wird wieder heller und checkt mal diese Wolkenfront aus. Das sieht so cool, man sieht das so auf dem Meer richtig, die dunkle Wolke und da hinten wieder hell und hier wieder hell. Ja. Jetzt das gemacht, was ich vorhin schon direkt von Anfang an machen sollen. Ich habe mal hier mein Zelt aufgebaut, in dem Fall jetzt nur das Außenzelt und leider noch ziemlich dicht an der Straße. Ja, und ich sag euch, da hinten ist zwar auch wieder ein bisschen hell, aber ich komme jetzt erst wieder raus, wenn es wirklich aufhört zu regnen. Ich lasse mich hier nicht noch mal reinlegen. Krass, guck mal, ich kann mal richtig über die Insel rüber gucken. Da ist das Wasser, da drüben ist auch nochmal Wasser. Krass. Oh, ich bin so ein bisschen überfordert, weil ich mal so gar nichts geplant habe hier und gerade diese Angst kommt, bloß nichts zu verpassen. Aber ich habe jetzt beschlossen, ich fahre diese Straße hier weiter, die da, weil da gibt es nach Chris, in den Ort Chris, oder Stress, Stress heißt der. Und da gibt es auf jeden Fall auch einen ziemlich großen Campingplatz, da werde ich schon unterkommen, wenn es sein muss, aber ja, ich hätte auch Bock irgendwo anders zu sein. Aber ich habe auch Hunger und keinen Bock zu kochen. Also so ein bisschen zieht es mich jetzt in so einen Ort rein, wo ich vielleicht was Leckeres essen kann. Und deswegen fahre ich jetzt erstmal weiter. Da geht eine Straße runter, gibt es auch noch einen Ort, da gibt es auch einen Campingplatz. Der soll aber ziemlich schlecht sein, deswegen will ich den eher vermeiden. Das ist schon echt ein krasser Ausblick hier. Und echt schön hier Rad zu fahren. Das hier nennt sich wohl Alte Römerstraße. Ich bin da mal abgebogen
hat er gedacht, mal runter vom Asphalt, mal wieder was ausprobieren. Ja, sehr steinig. Und ich glaube aber, also viel kann es ja hier nicht mehr nach oben gehen. Und dann geht es eher wieder runter nach Kress, nach Sres, in den Ort. Und ja, da führt die Straße eigentlich direkt hin. Also ist gar nicht sonderlich steil, aber ist einfach mal der Untergrund. Hier kann ich gar nicht fahren. Ich werde noch ein Stück da hochlaufen und dann hoffe ich, was zu sehen und zu entscheiden, ob ich zurück zur Straße fahre oder ob ich den Weg fortsetze. Ich bin da halt auch immer so hartnäckig, dass ich dann nicht aufgeben will und denke, ah ja, noch ein Stück, wird schon besser. Und so sieht es halt aus, ja. Aber laut der Karte habe ich so ein Viertel schon geschafft. Und irgendwann muss es ja wieder runtergehen. Also mache ich jetzt einfach weiter. Also jetzt wird es ja wirklich unwegsam. Aber laut Höhenlinien auf der Karte bin ich auch fast oben. Es sieht auch ganz gut aus, dass da oben dann quasi der höchste Punkt des Weges ist und es von da runter geht, und ich hoffe, dass es dann auch wieder ein bisschen besseres Terrain wird, um das Rad zu schieben oder vielleicht sogar zu rollen, wer weiß. Aber auf jeden Fall, der Blick hier ist so schön, das hat sich trotz allem gelohnt und es war nicht so schwer wie das Fitscherjoch. Also ich befürchte, es kommt auf der Kamera gar nicht rüber, aber dieses ganze Moos und das Licht, das sieht gerade so schön aus, so wie in so einem Märchenfilm oder so. So, also ich habe rausgefunden, weil da waren so Infotafeln, dass das ja früher hier irgendwie eine ganz wichtige Straße war oder Weg war, der hier die Ortschaften verbunden hat. Und dass es da oben irgendwo eine Siedlung gibt, man weiß nicht genau, was es war. Direkt auf dem Hügel oben. Der Weg war ja halbwegs anstrengend, also es war jetzt nicht so schlimm, aber schon. Ja, war schon ein bisschen was. Würde ich nicht empfehlen, das mit dem Fahrrad zu machen. Ehrlich gesagt, vielleicht mit dem Mountainbike, so voll gefedert. Vielleicht. Super schöne Wanderstrecke aber. Und ich habe hier auch noch keinen einzigen Menschen getroffen die ganze Zeit. Und ja, ich bin mal wieder so richtig schön in den Flow gekommen und einfach hier lang gelaufen und einfach nur das Hier und Jetzt genossen. Sehr schön. Und ich glaube, auf jeden Fall habe ich jetzt Bock, irgendwie in den Ort runterzufahren und hoffe, dass ich da irgendwie was Leckeres zu essen kriege, weil ich bin gerade mega faul, irgendwie noch was zu kochen. Ah. Ich glaube, da habe ich jetzt die ganze Schaffamilie entzweit. Und jetzt suchen die sich. Die wollen mich jetzt hier ein bisschen vertreiben, aber zum Glück ist jetzt hier auch die richtige Straße wieder. Und da hängen die noch ab und machen Ärger. So, das reinste Olivenlabyrinth hier irgendwo. Auf jeden Fall bergunter ist immer gut. Und ich muss mal gucken, wo es jeder Ort reingeht. Boah, es ist echt steile Abfahrt. Ich bin die ganze Zeit nur am Bremsen und mir tun schon die Finger weh. Aber es ist richtig schön. Vor allem dieser Blick nach Sres rein, in die Bucht und die Stadt. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Also hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
So, Campingplatz. 15,50 Euro oder irgendwie, also unter 16 Euro, finde ich ganz okay. Ziemlich großer Campingplatz. Ja, nachher gehe ich nochmal was essen da unten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder ein Tag mit wenigen Kilometern und vollgepackt mit Ereignissen. Fährt hier rüber, dann dieser Wanderweg da oben, der war echt toll. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.